Was geht ab, meine Damen, meine Herren, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute mit dem Shiny Guide von Pokémon Retterteam DX. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange um den heißen Brei, sondern fangen direkt an. Ihr habt ja in meinen unzähligen Streams bereits gesehen, dass man in diesem Spiel Shiny Pokémon rekrutieren kann. Fangen wir doch erstmal ganz von vorne an. Es können verschiedene Pokémon Shiny sein, darunter fallen aber halt auch nur die Supergegner. Supergegner-Pokémon wurden das erste Mal im Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam DX eingeführt. Diese sind sozusagen kleine Bossgegner, die seltene Items droppen können. Darunter sind diese Pokémon, die ihr jetzt hier gerade eingeblendet seht. Und ihr könnt auch immer auf eurer Erkundungskarte sehen, wo genau diese Pokémon sind. Also falls ihr ein spezielles Pokémon hunten wollt, geht zu dem Dungeon und wartet ab. Denn die Wahrscheinlichkeit ist nicht immer gegeben, dass ein Boss euch erscheinen mag. Es ist wie gesagt random, das heißt, ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Boss shiny ist, ist sehr gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Pokémon sich anschließt, ist ebenfalls gering. Und ich würde euch jetzt sagen, wie ihr diese Chance oder allgemein die Chance erhöhen könnt, dass Pokémon euch folgen. Damit ihr schneller und besser Pokémon rekrutieren könnt, gibt es verschiedene Sachen, aber wir fangen erstmal mit den Talenten an. Ihr solltet Talente erkennen. Pokémon besitzen des Öfteren Talente, die euch während des Abenteuers im Dungeon helfen. Aber es gibt zwei Talente, die das Rekrutieren von Pokémon leichter machen. Das wären einmal Harmony und Beliebtheit. Harmony sagt, je mehr Pokémon als Teammitglieder den Dungeon erkunden, desto öfter wollen sich gegnerische Pokémon dem Team anschließen. Das heißt, wenn der Protagonist, das heißt also wenn euer Pokémon die Fähigkeit Harmony hat, ist es möglich, dass ihr leichter Pokémon rekrutieren könnt, solange ihr mehr Pokémon rekrutiert. Heißt, wenn ihr mit maximaler Anzahl durch einen Dungeon läuft, werdet ihr leichter Pokémon rekrutieren können. Das heißt, nehmt alle Pokémon mit und sobald ihr ein Super-Pokémon seid, macht es platt und ihr bekommt es leichter. Ihr könnt auch die Fähigkeit Beliebtheit nehmen, erhöht die Beliebtheit aller Teammitglieder und wirkt dadurch, dass die gegnerischen Pokémon öfter dem Team anschließen wollen. Ihr könnt natürlich halt auch eine Mischung aus beiden machen, das heißt, dass der Anführer sozusagen Harmony hat und ein Teammitglied Beliebtheit. So habt ihr die maximale Power. Kommen wir jetzt zu den Items. Die Items sind ebenfalls wichtig und da werde ich auf eine Attacke und auf zwei zusätzliche Items eingehen. Ein wichtiges Item, was ich halt auch ebenfalls schon im Stream mit euch geholt habe, ist das Sympathieband. Das Sympathieband besagt einfach, dass Pokémon sich leichter eurem Team anschließen wollen. Das heißt, das perfekte Item, um irgendwelche Pokémon zu rekrutieren. Und dieses Item bekommt ihr in der Solarhöhle auf U20 immer. Das heißt, macht den Dungeon durch, 20 Ebenen, am Ende kriegt ihr ein paar TMs, ein paar Schatztruhen und halt wie gesagt das Sympathieband, was ihr euch immer wieder holen könnt. Als nächstes besorgt ihr euch den Anwerbungsorb. Der Anwerbungsorb ist ein sehr, sehr nützliches Item, was besagt, solange dieser Orb aktiviert ist, werden Pokémon auf dieser Ebene euch leichter folgen. Der Orb ist ziemlich selten, weil er halt auch sehr stark ist tatsächlich. Und den Orb bekommt ihr bei Kecleon oder in Dungeons. Meine Empfehlung an euch, macht am besten den kleinen Hain immer und immer und immer wieder und checkt nach jedem Mal den Kecleon-Laden ab. So resettet er sich und ihr habt eventuell die Möglichkeit, so einen Anwerbungsorb bei diesem zu ergattern. Okay, wir haben jetzt ein Pokémon mit Talent, wir haben jetzt ein Sympathieband, ein Anwendungsorb und jetzt können wir doch losmarschieren. Noch nicht ganz. Und zwar gibt es dafür noch einen speziellen Move. Und zwar ist das Trugschlag. Trugschlag ist der beste Move, um Pokémon anzuwerben. Dieser boostet nämlich die Chance ebenfalls nochmal. Das heißt, wenn ihr ein Pokémon habt, wie zum Beispiel dieses Sumpex hier, was Pokémon plättet mit einer Attacke, ist es okay. Aber wenn Sumpex die Attacke Trugschlag hätte, würden die Pokémon dem Team noch schneller und besser beitreten. Die TM-Trugschlag findet ihr auf der Ruineninsel auf der letzten Ebene, die ihr aber halt auch erst später nach der Hauptstory freischaltet. Mein Tipp an euch, falls ihr jetzt schon anfangen wollt und Shinies rekrutieren wollt, holt euch ein Sichlor oder Scherox. Sichlor kriegt ihr im Finsterforst und Scherox auf der Himmelsturmebene. Und zwar oben bei der Ebene 25 plus, glaube ich, müsste es sein. Ich habe es genauso gemacht und wenn ihr dann ein Scherox habt, könnt ihr sehen, oh, das Ding hat ja gar keinen Trugschlag. Ihr geht zu Schluckpuck, holt euch dort die Attacke wieder und dann kann es auch schon losgehen. Nachdem ihr Scherox, Sichlor oder das Pokémon, was Trugschlag hat, etwas trainiert habt, könnt ihr halt auch schon loslegen. Das heißt, ihr sucht euch einen Dungeon aus, habt natürlich das Talent Harmony Beliebtheit dabei, das Sympathieband, Anwendungsorb, Trugschlag oder das Pokémon, was Trugschlag hat und dann sucht ihr euren Boss.
und das ist eigentlich auch schon alles, was ihr machen müsst. So könnt ihr jetzt theoretisch alle Pokémon besiegen. Wichtig ist aber ebenfalls zu beachten, dass eure Teammitglieder das Shiny-Pokémon nicht besiegen dürfen. Wenn Teammitglieder eure Pokémon oder eure gegnerischen Pokémon angreifen und da im Kampf besiegen, ist die Chance halt gleich null, dass sich diese Pokémon anschließen. Der Anführer muss immer die Pokémon besiegen, die ihr rekrutieren wollt. Das heißt, ihr geht auf Taktik und sagt, dass die Teammitglieder keine Attacken einsetzen können, sodass ihr da kein Risiko eingeht. Wenn ihr irgendwelche Pokémon aufgabeln solltet in eurem Dungeon, um das Pokémon zu rekrutieren, damit eure Harmonie-Fähigkeit geboostet wird, ist es natürlich ebenfalls wichtig, dass es vielleicht keine Fernkampfattacken sind, die dem Ganzen schaden können. So, sonst kann ich eigentlich nicht viel sagen. Ihr müsst eigentlich das alles befolgen. Holt euch das Talent Harmonie Beliebtheit, holt euch die Items Sympathieband und Anwerbungsorb, die Attacke Trugschlag. Die Teams müssen natürlich eingestellt sein, dass sie keine Attacken einsetzen können. Und dann braucht ihr Menge Glück und ein bisschen Zeit und Geduld. Und das wär's halt auch schon. So könnt ihr am besten Shinies rekrutieren in diesem wunderbaren Spiel. Wir werden das Ganze natürlich in Livestreams weiterhin fortsetzen. Falls ihr dabei sein wollt, lasst gerne ein Abo da. Wir streamen hier des Öfteren Pokémon Mystery Dungeon und haben auch schon die ganze Story auf diesem Kanal gestreamt. Ich lasse euch die Playlist einfach mal da. Genießt das Ganze. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal und Cheerio, guys. Ciao, ciao.